Hallo und herzlich willkommen auf der FOSCON 2021. Ich freue mich, dass gerade noch so viele dazugekommen sind. Andreas Rogge wird heute über Wir machen Cloud. Da braucht man ja kein Backup. Viel Spaß damit. Hallo. Ja, ich mache meine Kamera aus, dann ist das Bild wahrscheinlich für alle etwas größer. Am Ende zur Fragerunde werde ich wieder anmachen. So, ja, wir machen Cloud, da braucht man kein Backup. Ich steige direkt mal ein. Ich habe eine kurze Agenda. Ich werde da kurz zwei, drei Worte dazu sagen, was Barrios eigentlich ist. Kurz mal eine Definition finden, was für diesen Vortrag das eine Cloud sein soll. Dann werden wir uns, glaube ich, relativ ausführlich mit der Frage beschäftigen, ob man von dem, was wir für eine Cloud halten, eigentlich ein Backup braucht. Und die Frage beantworten, wie man die Daten aus so einer Cloud eigentlich sichern kann und ob das überhaupt sinnvoll geht. Ja, fangen wir vorne an. Was ist Barrios? Ja, Barrios steht für Backup, Archiving, Recovery, Open Source. Das heißt, das ist ein Open Source Produkt, freie Software auf GitHub so verfügbar, wird in erster Linie weiterentwickelt von der Barrios GmbH und KUKA AG. Das ist mein Arbeitgeber. Wir sitzen in Köln und entwickeln die Software als freie Software weiter. Das Ganze ist erweiterbar, zum Beispiel durch Skripte und Plugins. Ist netzwerkbasiert, das heißt, die Datensicherung und auch die Wiederherstellung funktioniert grundsätzlich über ein Netzwerk. Das Ganze standardmäßig auch transportverschlüsselt zum Beispiel. Darüber hinaus ist das Ganze plattformunabhängig. Aktuell für 24 verschiedene Plattformen verfügbar, Windows, macOS, alle möglichen Linuxe, FreeBSD, Solaris, was auch immer man haben möchte. Solange ein C++-Compiler drauf funktioniert, lässt sich wahrscheinlich zur Verfügung stellen. Enterprise ist immer so ein bisschen das undankbare Schlagwort an der Stelle, soll aber heißen, dass wir uns auf Funktionen für Unternehmen konzentrieren. Das heißt nicht, dass für Privatanwender uninteressant ist, aber es geht halt darum, viele Systeme zu sichern, Reporting-Möglichkeiten zu haben und eine zentrale Steuerungskonsole im Prinzip. Das Ganze ist Backup-Software, wie der Name vielleicht auch schon sagt, die Backup und Restore macht. Soviel zu der Frage, was Barrios ist. Ich glaube aber wahrscheinlich wussten das die meisten schon. Was ist denn überhaupt eine Cloud? Da gibt es diesen schönen Ausspruch, da gibt es auch von der FSF schöne T-Shirts, wo drauf steht, there is no cloud, it's just someone else's computer. Das ist ja in den meisten Fällen grundsätzlich richtig. Someone else's muss jetzt auch nicht unbedingt ein Dienstleister im Internet sein. Das ist zwar ein gern genommenes Beispiel mit Amazon oder Google, aber gerade in größeren Konzernen ist es ja auch so, dass es vielleicht die Nachbarabteilung ist, die mir irgendeinen Service zur Verfügung stellt, sei es Infrastruktur oder seien es irgendwelche Services, Datenbanken oder Ähnliches. Dass man so Cloud-Server sichern muss, steht, glaube ich, mehr oder minder außer Frage. Der interessante Teil sind eher Storage-Cloud-Themen, also Speichersysteme. Was könnte eine Storage-Cloud sein? Das ist nach unserer Definition ein objektbasiertes Speichersystem. Ob man da jetzt Objekte oder Dateien zu sagt, sei erstmal dahingestellt. Aber die Systeme gehen im Allgemeinen als objektbasierte Speichersysteme durch. Die haben allgemein eine Zusage von hoher Verfügbarkeit und hoher Datensicherheit. Also im Falle von Amazon S3 zum Beispiel
werden unglaubliche Zusagen gemacht, aber auch wenn man was für den privaten Betrieb sich anschafft, sind die Angaben zur Verfügbarkeit und Datensicherheit immer relativ ja, hochprozentig. Die meisten Systeme bieten so Zusatzfeatures wie Versionierung und Replikation. Das heißt, wenn ich ein Objekt überschreibe, dann überschreibe ich das nicht wirklich, sondern habe eine neue Version davon angelegt. Genauso gibt es bei den meisten Systemen die Möglichkeit, dass die Objekte, nachdem ich sie irgendwo hingeladen habe, nochmal irgendwo anders hin kopiert werden, in ein anderes Data Center oder wie auch immer ich mir das vorgestellt habe oder wie ich das eingestellt habe. Meistens ist der Datenzugriff nur per REST-API möglich. Das heißt, die meisten dieser Dinger kann man nicht als NFS-Speicher oder ähnliches wie ein Dateisystem zugreifen, sondern es geht quasi nur über eine REST- oder HTTP-Schnittstelle. Der de facto API-Standard, der sich da in den letzten Jahren etabliert hat, ist die Amazon S3-Schnittstelle. Das muss nicht unbedingt Amazon sein. Jede Menge andere Systeme bieten im Endeffekt dieselbe Schnittstelle an. Die Systeme, die so Daten speichern, sind das, was wir unter Cloud-Speicher oder einer Storage-Cloud verstehen. Stellt sich ja die Frage, bei diesen ganzen Verfügbarkeits- und Datensicherheitszusagen, die es da so gibt, braucht man da überhaupt ein Backup von den Systemen? Oder geht das vielleicht auch ohne? Da gibt es diverse Meinungen zu. Ich habe mal die ein oder andere Nutzeransicht aus dem Internet herausgesucht. Sehr gerne gibt es insbesondere bei Amazon S3 den Hinweis, dass die ja 99,9999, also 11 Neunen Durability haben und da sowieso niemals Daten wegkommen können. Und man, wenn man da 10 Millionen Objekte speichert, man in 10.000 Jahren nur ein Objekt verlieren wird. Kann man so sehen, kann sein, dass das stimmt. Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass irgendein Anbieter 10.000 Jahre Daten vorhält, aber geschenkt. Dann gibt es eine ganze Reihe von Empfehlungen, wo es heißt, man kann ja auch beim gleichen Anbieter eine zweite Kopie vorhalten. Gibt es schöne Anleitungen, die man im Internet findet, wie man zum Beispiel mit AWS-Sync-Kommandos die ganzen Daten aus dem einen Bucket in ein anderes Bucket dupliziert und dann ist das ja alles total sicher, weil man hat das zweimal. Dann gibt es seitens der Anbieter die Möglichkeit, Replikation einzurichten, was auch in einen zweiten Speicher, wo man sich dann nicht weiter darum kümmern muss. Das passiert dann alles automatisch. Dann gibt es insbesondere auch die gerade eben angesprochene Versionierung, die halt gegen Überschreiben und auch gegen versehentliches Löschen hilft. Das wird auch gerne vorgeschlagen. Man bräuchte keine Sicherung, man kann ja einfach die Versionierung einschalten und dann verliert man schon keine Daten mehr. Und als letztes gibt es den Spezialfall Amazon Glacier. Das ist so ein ja, Kaltspeichersystem, wo man im Prinzip einstellen kann, ich möchte alle meine Daten, die in meinem Bucket liegen, einmal nochmal auf Amazon Glacier zwischengespeichert oder extra gespeichert haben, und dann werden die auch niemals, niemals, nie verloren gehen. Nicht vorenthalten möchte ich, dass das ist die eine Seite. Es gibt auch reihenweise Nutzer, die sagen, natürlich braucht man davon eine Datensicherung. Aber das sind halt so gern zitierte oder gern gesehene Vorschläge, wie man denn bei einem S3-Bucket eine Sicherung durchführt. Wir haben auch mit verschiedenen Herstellern gesprochen und die interessanteste Auskunft haben wir von einem großen Storage-Hersteller bekommen,
Die bieten Systeme an, die kann man sich selber in den Schrank schrauben und bei sich hinstellen und hat dann eine S3-Schnittstelle. Und die haben wir darauf angesprochen, dass wir Backups von ihren Systemen machen wollen und haben gefragt, ob es denn da eine Schnittstelle gäbe. Und die Antwort, die wir bekamen, war, das System ist vom Design her so ausgelegt, dass eine Datensicherung nicht erforderlich ist. Was ich gerade für einen Storage-Hersteller schon für eine ziemlich heftige Aussage halte, aber das war die Meinung des Herstellers und ist auch nach wie vor die Meinung des Herstellers. Dann habe ich ein bisschen weiter geschaut und überraschenderweise gibt es das Amazon S3 FAQ, was im Prinzip mit viel Trara sagt, wir brauchen nicht nur sichere Zugriffsberechtigung, regionsübergreifende Replikation und Versionierung, sondern wir brauchen dazu auch noch eine funktionierende und regelmäßig getestete Sicherung. Worauf das S3 FAQ nicht eingeht, ist, wie man das implementieren soll, aber empfohlen ist auf jeden Fall, das zu tun. Jetzt haben wir ein paar Meinungen gehört. Jetzt ist die Frage, was kann denn überhaupt schiefgehen mit so einer Storage Cloud? Was ist denn überhaupt ein realistisches Szenario? Und da habe ich mir mal angesehen, was ist denn in der Vergangenheit mit solchen Systemen schiefgelaufen? Und was für Probleme haben denn Leute gehabt? Und was für Probleme haben konkret auch unsere Kunden gehabt und sind damit auf uns zugekommen? Da kann jetzt der Chat gerne mitmachen, wenn er Lust hat. Ich habe das als kleines Quiz quasi implementiert. Kann sich jemand an den 28. Februar 2017 erinnern, was da passiert ist? Da hatten wir eine Amazon S3 Service Disruption, wie Amazon in dem, wie hieß es, in dem Report, der nachher veröffentlicht wurde, schrieb. Da hat ein Operator sich leider bei einem der Kommandos vertippt und hat die komplette S3-Infrastruktur in der Availability Zone US East 1 offline genommen. Das ist die damals, wie glaube ich auch heute, Haupt-Availability-Zone. Da waren unter anderem auch die Statusseite für AWS betroffen. Das heißt, sie konnten noch nicht mal den Status auf ihrer eigenen Statusseite mehr aktualisieren. Das hat etliche Stunden gedauert, das wieder in Betrieb zu kriegen. Viele Webseiten waren offline, weil die Assets entsprechend in dem in dieser Availability-Zone lagen. Und glücklicherweise sind da keine Daten bei verloren gegangen. Das wusste man aber natürlich in den Stunden, in denen es offline war, nicht. Und solche Vorfälle sind natürlich dann immer relativ flächig dramatisch, weil sie einfach viele Leute betreffen. Dann hatten wir den 14. Dezember 2020. Das ist noch nicht ganz so lange her. Kann sich da jemand erinnern? Ich löse einfach direkt mal auf. Da war die Authentifizierung bei Google Services gestört. Das heißt, da konnte man sich nicht mehr bei Gmail einloggen, da kam man nicht mehr an sein Google Drive. Und auch sonst an keine weiteren Services. Ich bin nicht ganz sicher, wie lange die Störung damals gedauert hat. Es waren glücklicherweise auch wieder nur wenige Stunden, bis das Ganze gelöst worden ist. Aber auch das war wahrscheinlich doch eher unangenehm für die Nutzer. Dann hatten wir den 10. März diesen Jahres.
Da mag der ein oder andere auch persönlich noch hart von getroffen worden sein. Und zwar ist bei UVH in Straßburg ein Rechenzentrum ausgebrannt. Das ist einer der wenigen Vorfälle, wo definitiv bekannt ist, dass wirklich in großem Stil Daten verloren gegangen sind. Da sind 12.000 Server bei abgebrannt. Und die OVH Hosted Private Cloud mit 15.000 Kunden drauf war außer Betrieb. Diverse Kunden haben auch nachher öffentlich gemacht, dass sie von ihren Daten dann keine zusätzliche Datensicherung hatten. Es gibt zum Beispiel so ein Online-Survival-Spiel namens Rust. Das hat quasi seine komplette Serverinfrastruktur inklusive der gesamten Spieler Historie und Spielständen alles verloren bei dem Vorfall. Und OVH ist im Nachhinein dann hingegangen und hat gesagt, vielleicht sollten wir unsere Produkte grundsätzlich auch mit einer Datensicherung bundeln, damit den Leuten eben die Daten nicht verloren gehen. Dann hatten wir kurz drauf den 15. März 2021. Das war auch wieder ein Vorfall mit der Authentifizierung. Diesmal bei Azure konnte man sich an den Microsoft-Konten nicht mehr anmelden. Zugriff auf Office 365 war gestört. Zugriff auf Outlook.com war auch gestört. Das heißt, viele Leute hatten kein E-Mail und kamen nicht mehr an ihre Dokumente dran. Und je nachdem ging das halt auch so weit, dass die lokalen Ressourcen bei Unternehmen intern nicht mehr zugreifbar waren, weil die Authentifizierung gegen Azure funktioniert hat. Dann noch ein anderes Szenario, das ist gar nicht lange her, der 29. Juli 2021. Da war das Routing der Telekom zu Microsoft gestört. Das hatte ähnliche Effekte wie den Ausfall von der Azure-Authentifizierung. Viele Leute, gerade die ganzen, also 29. Juli waren ja noch viele oder sind ja auch immer noch viele im Homeoffice unterwegs. Der Marktanteil der Telekom oder von T-Online ist ja relativ hoch und sehr viele Nutzer kamen halt einfach nicht mehr an ihre bei Microsoft gehosteten Unternehmensdaten dran. Da gab es natürlich jetzt Umwege, wie man da noch dran gekommen wäre oder wie man da noch dran gekommen ist, aber grundsätzlich saßen da viele Leute im Dunkeln. So viel zu den großen Vorfällen. Es gibt halt auch immer noch Sachen, die einem persönlich jetzt passieren können. Beispiele aus unserer Community, von denen ich weiß, weil sie Nutzer berichtet haben. Ist halt zum einen falsch konfigurierte S3-Replikation. Wir hatten ja am Anfang mal kurz das Thema, dass man natürlich auch mit der Replikation von Amazon S3 in ein weiteres Bucket oder eine weitere Availability-Zone sich die Daten sichern kann. Da kann man aber offensichtlich alle möglichen Dinge dran verkehrt machen. Das erste ist, es werden immer nur neue Objekte repliziert. Das heißt, wenn ich diese Replikation einschalte, dann sind meine ganzen bestehenden Objekte nicht repliziert. Dann gibt es Einschränkungen, dass nicht alle verschlüsselten Objekte repliziert werden. Wie genau die Einschränkungen jetzt sind, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass zum Teil Objekte, je nachdem, wie sie verschlüsselt worden sind, nicht repliziert werden. Und wenn man bestehende Objekte replizieren möchte, muss man bei Amazon ein Support-Ticket eröffnen, damit die Objekte repliziert werden. Im konkreten Fall war halt entsprechend Replikation aktiviert worden, um die Daten in der zweiten Zone verfügbar zu halten. Das Bucket, das Ursprungsbucket ist gelöscht worden aufgrund von einem Benutzerfehler und in der Kopie waren bei weitem nicht alle Objekte drin. Gerade die ganzen alten Daten sind dabei verloren gegangen.
falsch konfigurierte Vorhaltepolicy ist ein konkreter Fall, den wir hatten mit einem System von dem Storage-Hersteller, der sagte, man bräuchte kein Backup. Und zwar war da ein entsprechendes Storage-System aufgesetzt worden, das Ganze auch georedundant über zwei Standorte, damit da auf gar keinen Fall jemals Daten verschütt gehen können zur Archivierung von Dokumenten. Da sind dann auch ganz viele Dokumente reingeschoben worden. Die sollten so lange vorgehalten werden, wie das gesetzlich vorgeschrieben ist, also so lange, wie diese Dokumente da sein mussten, um irgendwelche Gewährleistungsthemen zu klären. Und es stellte sich raus, dass leider jemand die Policy falsch konfiguriert hatte und die Dokumente dann automatisiert gelöscht wurden. Und das natürlich verteilt und georedundant passiert ist, weil war ja so eingestellt. Der letzte Fall, der noch bekannt ist, was passieren kann und was auch schon passiert ist, gesperrte Nutzerkonten. Das klingt jetzt erstmal weit hergeholt, aber es passiert ja schon mal, dass man die Terms of Service verletzt. Oder man verletzt die Terms of Service nicht, aber bekommt eine Kontosperrung, weil man angeblich die Terms of Service verletzt hat. Es gibt auch Fälle, wo man mit einer anderen Sparte im Konzern Probleme hatte und dann plötzlich das Nutzerkonto gesperrt war. Passiert unter anderem bei Amazon gerne schon mal, wenn man das gleiche Amazon-Konto zum Einkaufen benutzt, wie man es für die Cloud benutzt, und dann beim Einkaufen möglicherweise Probleme hat und eine Kontosperrung bekommt, dann kommt man auch plötzlich an seine ganzen Daten nicht mehr dran. Das ist in den meisten Fällen so, dass man das wieder freigeschaltet bekommt und es Wege drumherum gibt. Die Frage ist immer, was mache ich denn in der Zwischenzeit? Also kurz zusammengefasst, die Szenarien, die einen da treffen können, sind halt Benutzer- oder Administratorfehler, das heißt Dateien gelöscht, oder Entschuldigung, nicht Dateien, Objekte gelöscht, ein ganzes Bucket gelöscht, Vorhalte, Policies falsch konfiguriert. Es kann sein, dass man schlicht und ergreifend wegen einer Netzwerkstörung an die Daten, an die man dran möchte, einfach im Moment nicht mehr drankommt oder auch dauerhaft nicht mehr drankommt. Es kann durchaus vorkommen, dass der Dienst gestört ist. Das kommt bei den Großen relativ selten vor, bei kleinen Anbietern durchaus auch schon mal häufiger. Dann kann einem natürlich passieren, dass der Zugang vom Anbieterseite blockiert ist, weil das Nutzerkonto gerade gesperrt worden ist, man nicht pünktlich bezahlt hat, weil die Finanzabteilung gerade ein Audit macht und die Rechnung komisch aussah. Bei Private Cloud Systemen, also Systeme, die quasi so eine Storage-Schnittstelle intern zur Verfügung stellen, kann es auch durchaus schon mal vorkommen, dass so ein Gerät defekt ist oder auch einfach aus irgendwelchen Gründen gerade nicht funktioniert, weil kaputt gepatcht oder irgendetwas passiert ist. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man Daten verlieren kann, sogar ohne, dass beim Anbieter jetzt konkret was kaputt geht. Stellt sich also die Frage, was wären denn die Anforderungen, um solche Daten überhaupt zu sichern? Gibt es ja aus dem Admin-Sending den guten Spruch, nobody wants backup, but everybody wants restore. Sprich, was wollen wir denn überhaupt erreichen? Wir müssen unabhängig vom Anbieter werden, weil es könnte sein, dass der uns gerade nicht einloggen lässt. Oder es könnte sein, dass der Anbieter insolvent gegangen ist. Oder dass der Anbieter gerade einfach offline ist. Wir wollen rücksichern können, ohne den ursprünglichen Anbieter wiederzubauen. Das heißt, wenn ich eine Sicherung zum Beispiel von so einem Google Cloud Storage mache, dann möchte ich das nicht nur dahin zurückspielen können, sondern ich möchte es nach Möglichkeit auch zu einem anderen Anbieter
zurückspielen können. Dann möchte ich wahrscheinlich mit dem zur Verfügung stehenden Datenvolumen etwas vorsichtig umgehen. Gerade bei S3 ist man da ja relativ schnell relativ viel Geld los, wenn ich da regelmäßig eine Vollsicherung von meinem Bucket mache, wo hunderte Gigabyte Daten drin liegen, habe ich schnell schon mal ein Problem. Und zu guter Letzt möchte ich im Zweifelsfall gezielten Zugriff auf einzelne Objekte haben. Das heißt, ich möchte nicht Bucket für Bucket sichern, sondern ich möchte wirklich Objekt für Objekt sichern, damit, wenn jetzt gerade die Cloud aus ist und mein Chef sagt, ich brauche jetzt sofort dieses Dokument, ich ihm dieses eine Objekt, was dort lag, zurückspielen kann und nicht erst das ganze Bucket restaurieren muss. So, das heißt, wir wissen jetzt, was kaputt gehen kann. Wir wissen auch, was wir machen müssen und was unsere Anforderungen sind, um sowas sinnvoll rücksichern zu können. Stellt sich die Frage, wie macht man das denn? Die technischen Ansätze, die so verfügbar sind, sind leider zu meiner Überraschung relativ überschaubar. Im Prinzip gibt es nur die Möglichkeit zu sagen, man kopiert sich die ganzen Daten auf den lokalen Speicher, zum Beispiel mit S3-CMD, S4-CMD oder was auch immer, und hat dann quasi eine Kopie. Wobei man ja auch sagen muss, eine Kopie ist ja jetzt erstmal noch keine Datensicherung. Also natürlich ist das eine Datensicherung, aber vielleicht nicht so eine, die man unbedingt haben möchte. Dann gibt es die interessante Möglichkeit, mit einem Migrationstool die Daten auf einen anderen Cloud-Speicher zu übertragen. Es war ein interessanter Vorschlag, wo jemand sagte, es gibt ein Werkzeug, mit dem man sein Amazon S3-Bucket zu Google migrieren kann. Und das kann man im Prinzip immer wieder tun. Und dann hätte man eine Kopie von den Amazon S3-Daten bei Google liegen. Dann gibt es die Möglichkeit, das Bucket als Dateisystem zu mounten, sodass denn möglich ist. Also es geht im Falle von Amazon S3 zum Beispiel mit Fuse S3FS und darauf einfach eine klassische Sicherung zu machen. Das funktioniert erfahrungsgemäß nicht so gut. Wir haben das versucht. Und als letzte Option gibt es, oder was heißt als letzte Option? Und als weitere Option gibt es halt die Möglichkeit, Bareos und das dazugehörige LibCloud-Plugin zu verwenden, um objektbasiert eben zu sichern. Andere Produkte oder andere Möglichkeiten habe zumindest ich in meiner Recherche nicht finden können. Ich freue mich gerne über jeden Hinweis zu anderen Produkten, die Ähnliches leisten können. Ja, gut. Kommen wir zum eigentlichen Kern der Sache, nämlich dem Bareos Lib Cloud Plugin. Das handelt sich um ein Python-Plugin für den Bareos File Daemon. Also der Bareos File Daemon ist quasi der Backup-Agent im Bareos-Umfeld. Das ist das, was man normalerweise auf einem Server installieren würde, um den zu sichern. Und der ist, wie ich ja am Anfang schon erwähnte, wie alles in Bareos grundsätzlich erweiterbar durch Skripte und Plugins. Und das LibCloud-Plugin ist eben ein Plugin für diesen Service. Das Ganze ist in Python implementiert und nutzt die Apache LibCloud. Das heißt, wir haben den Zugriff auf die eigentlichen S3 oder was auch immer Objekte nicht selber implementiert, sondern nutzen einfach LibCloud. Grundsätzlich ist das damit möglich, alle Speichersysteme, die Apache LibCloud unterstützt, auch zu sichern. Und das Ziel oder die Funktionalität von dem Plugin ist überraschenderweise, es sichert die Objekte von Cloud-Speichern auf Basis von einer einfachen Konfiguration, wo man vorgibt, von welchen Buckets welche Daten abgezogen werden sollen. Und dann passiert das. Features, ja, allen voran, es bietet
alle üblichen Vareos-Funktionen. Also wenn man Vareos an sich kennt, kann man mit dem Plugin alles machen, was man auch mit Files machen kann. Das heißt, ich kann eine Vollsicherung machen, ich kann eine differenzielle Sicherung machen, ich kann eine inkrementelle Sicherung machen, ich kann eine Always-Incremental-Sicherung machen, ich kann virtuelle Full-Backups machen, ich habe einen Katalog aller Objekte, die in den Buckets liegen, inklusive entsprechender Versionierung bei den inkrementellen Sicherungen. Also im Prinzip alles, was man von einem klassischen Netzwerk-Backup-System erwartet. Die gesamte Funktionalität, die wir sonst haben, die steht auch bei dem Libcloud-Plugin zur Verfügung. Das Ganze haben wir mit verschiedenen S3-kompatiblen Speichern ausprobiert. Also unsere Testumgebung ist ein einfaches MinIO. Wir haben das mit verschiedenen Hardware-Systemen von verschiedenen Storage-Herstellern ausprobiert. Wir haben das mit dem Rados-Gateway für Ceph ausprobiert, ebenfalls erfolgreich. Was wir überraschenderweise nicht getestet haben, ist das richtige Amazon S3. Wir sind aber relativ sicher, dass auch das reibungsfrei funktionieren wird. Das Ganze ist so implementiert, dass die Downloads an sich parallel stattfinden, weil sich herausgestellt hat, dass gerade bei inkrementellen Sicherungen es oft so ist, dass dass sequentielle Downloads einfach viel, viel zu lange dauern. Das heißt, es gibt dann mehrere Prozesse, die da laufen. Ein Bucket Explorer, der sich das Ganze anschaut, der sich anschaut, was für Buckets es gibt, was für Objekte da drin liegen. Der packt die in eine Warteschlange und dann werden die entsprechend parallel runtergeladen, außer sie überschreiten eine bestimmte Größe. Dann werden die auch direkt nach Bareos reingestreamt. Das heißt, die müssen nicht unbedingt als temporär zwischengespeicherte Objekte vorgehalten werden. Großteil von der Funktionalität haben wir übernommen. Also es gab ein fertiges Plugin für Bareos, was, ich sag mal, 80% der Funktionalität abgebildet hat auf GitHub. Da haben wir uns kurz mit dem Entwickler ausgetauscht und das dann in großen Teilen übernommen. Da sah man halt auch wieder, was für ein großes Glück doch freie Software ist. Und mittlerweile haben wir das ganz gut funktionierend und das ist ein, seit Version 20 von Bareos, seit Ende letzten Jahres ist das ein Standard-Feature, was wir grundsätzlich mit ausliefern. Es gibt ein paar Einschränkungen. Das Ganze ist noch ein bisschen experimentell. Das erste ist, wir sichern keine erweiterten Metadaten. Also es gibt zum Beispiel abhängig davon, was das für ein Speichersystem ist, was man da abzieht, noch Eigentümer, ACL, irgendwelche anderen Metainformationen, die da dran sind, Tags oder ähnliches. Im Moment ist es wirklich so, dass nur nackt die einfachen Inhalte der Objekte gesichert werden. Das ist nicht so, dass das nicht machbar wäre. Es ist schlicht und ergreifend so, dass das bislang keine Anforderung war, die irgendjemand dringend realisiert haben wollte. Deshalb ist es einfach nicht implementiert worden. Darüber hinaus ist es so, dass wir im Moment die Rücksicherung leider nur in Form von Dateien realisieren können. Das heißt, wenn ich ein Objekt restaurieren möchte, kann ich es nicht oder kann das Plugin es nicht direkt auf den Speicher zurücksichern, sondern sichert es mir in Form einer Datei direkt auf mein auf das System, wo mein File-Daemon installiert ist, zurück. Auch das war wieder zur Realisierung der meisten Anforderungen vollkommen ausreichend. Genau, und als letztes ist doch die Einschränkung, dass im Moment bei Fehlern, also bei temporären Fehlern, wenn die Netzwerkverbindung nicht zustande kommt, ein Download abbricht oder Ähnliches passiert, wird eine Warnung gelockt und die Datei oder das Objekt bleibt ungesichert. Wünschenswert wäre natürlich, wenn das
wieder versucht würde, anstatt es einfach zu überspringen. Das ist in der Pipeline aber noch nicht fertig getestet, weil auch da stellt sich das Problem, dass es schwierig ist, Testsysteme zu finden, die sinnvoll Fehler reproduzieren bei S3 oder bei S3-kompatiblen Schnittstellen. Ja, kurzen Ausblick. Wo soll es noch hingehen mit dem Plugin? Was haben wir uns da vorgestellt und was sind noch Dinge, die Leute damit gerne realisieren wollen? Wir möchten gerne mehr Provider unterstützen, also zum Beispiel Azure Blobs. Sehr interessant wäre natürlich auch Google Drive oder Office 365, also insbesondere Office 365, wo eine ganze Reihe von Unternehmen im Moment ihre Daten hinschieben und ihren File-Service mit ersetzen. Wäre natürlich schön oder wünschenswert, wenn man das nach wie vor klassisch sichern könnte. Das sind aber beides Dinge, die, so ich es richtig verstanden habe, die Apache Lib Cloud im Moment noch nicht unterstützt. Das ist ein Thema, was wir uns oder was man sich gegebenenfalls erstmal in der Lib Cloud noch anschauen müsste. Dann würden wir gerne den automatischen Retry bei Fehlern implementieren. Wie gerade eben gesagt, das ist die oder ist eigentlich eine mehr oder weniger triviale Problematik, die wir gerne gelöst hätten. Und zu guter Letzt wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir direkt in Storages zurücksichern könnten. Das aber auch nach wie vor so, dass man in unterschiedliche Speicher zurücksichern kann. Also sprich, dass ich dann, wenn ich eine Sicherung von Daten in meinem RADOS-GW oder Ähnlichem gemacht habe, ich dann auch restaurieren kann in Richtung Amazon S3 oder MinIO oder Ähnlichem, damit ich dann nicht auf ein Produkt festgelegt bin, weil ich gegebenenfalls archivierte Daten zurückspielen muss auf ein System, was ich einfach, also wenn ich nach 5, 6 Jahren nochmal von Band Objekte zurückspielen muss, dann habe ich gegebenenfalls das System, von dem ich die gesichert habe, nicht mehr oder die Schnittstelle funktioniert nicht mehr genau identisch. Deshalb sollte das unabhängig bleiben. Darüber hinaus ist das Restore direkt in die Storages rein quasi auch die Voraussetzung dafür, dass man sinnvoll die zusätzlichen Metadaten unterstützen kann, weil es hilft nicht, die zu sichern, wenn man die nicht wiederherstellen kann. Genau. Soweit der Ausblick, was wir da in, ja, sagen wir mal, der mittelfristigen Zukunft noch mit vorhaben. Kurz zu meinem Fazit. Ich habe insgesamt den Eindruck, dass Daten auf Cloud-Speichern definitiv gesichert werden wollen und sollen. Ich war relativ schockiert über den Zustand der Softwarelandschaft diesbezüglich. Ich war davon ausgegangen, dass wir jetzt so ein Plugin anbieten und die meisten anderen Hersteller das halt auch irgendwie schon können und es dafür funktionierende Backup-Software gibt, stellt sich raus, eigentlich gibt es da überhaupt nichts. Ein bisschen traurig fand ich, dass Amazon zwar empfiehlt, ein Backup anzulegen, aber überhaupt keinen Ansatz oder keine Lösung dafür im Angebot hat. Ja, damit bin ich dann mehr oder weniger am Ende. Wenn es noch Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung. Ich glaube, wir haben noch reichlich Zeit. Wer bei uns mitmachen möchte, wir haben Mailinglisten, wir haben GitHub, wir freuen uns über jeden Pull-Request. Fühlt euch frei. Ja, vielen herzlichen Dank, Andreas, für deinen Talk. Für die Leute, die jetzt hier schon im BBB sind, ihr könnt gerne Fragen stellen. Ich habe euch jetzt auch die Mikrofone freigeschaltet. Das heißt, ihr könnt auch gerne per Mikrofon teilnehmen. Die Leute, die im Stream sind,
unter dem Stream bitte auf Videokonferenz klicken, dann kommt ihr auch in den BBB. Und für diejenigen, die bei YouTube sind, bitte unter live.froscon.de gehen und dort den HS4 suchen und dann dort auch den Stream ansehen und links unten auf Videokonferenz klicken. Ansonsten könnt ihr auch gerne eine Frage im Chat schreiben. Dann habe ich eine Frage. Wie wahrscheinlich ist es, dass überhaupt ein Brand ausbricht in einem, in einem Serverraum? Tja, das ist eine gute Frage. Eigentlich passiert das nicht. Und also, was normalerweise passieren sollte, wenn die korrekt ausgelegt sind, ist, dass ein System anfängt zu brennen, im Zweifelsfall dass das Netzteil oder die Elektronik und dann über eine entsprechende Gaslöschanlage der Brandabschnitt gelöscht wird. Aber das halt nur, wenn die Systeme auch alle funktionieren. Das heißt, im Optimalfall kokelt da ein bisschen was als Kabelbrand und wird direkt gelöscht, noch bevor die Feuerwehr kommt. Aber das gab es in Straßburg in dem Rechenzentrum nicht oder es hat nicht richtig funktioniert. Das ist halt immer das Problem. Das Risiko ist vielleicht nicht hoch, aber das, was passiert, wenn, ist halt meistens dann doch sehr dramatisch. Okay, danke schön. Dann habe ich noch etwas, vielleicht ist es ein bisschen zu weit gegriffen, aber wie kann ich mich selber verhalten, wenn mir so etwas passiert? Also gibt es da irgendeine Möglichkeit, schon vorher irgendwie Prävention zu betreiben oder bin ich da wirklich einfach lost als User? Na, das Einzige, was du halt machen kannst, ist sicherstellen, dass es eine Datensicherung gibt, die an einem anderen Standort liegt. Und dafür muss man ja halt auch erstmal überhaupt eine machen. Was gerade bei diesen Cloud-Speichergeschichten gerne einfach komplett ignoriert wird. Das ist bei Amazon zum Beispiel ist das kein Problem. Wenn denen ein Rechenzentrum abbrennt, dann ist hoffentlich der gesamte Datenbestand noch in einem zweiten Rechenzentrum gespiegelt. Die Frage ist aber ja nicht nur, sind meine Daten endgültig weg, sondern sind meine Daten vielleicht auch einfach mal für 2-3 Tage weg, weil ich nicht mehr drankomme, weil der Rechenzentrumsanbieter zwar darauf vorbereitet war, dass ihm ein Rechenzentrum abbrennt, er aber für die Kontinuität von dem Betrieb, also für die Wiederaufnahme, gegebenenfalls etwas länger braucht. Und wenn man dann ganz viel Glück hat, hat man in der Firma gerade noch den Steuerprüfer sitzen, der irgendwelche Dokumente von vor 3 Jahren sehen will. Und dann ist man wahrscheinlich relativ schnell relativ traurig. Verständlich. GasGL #555 schreibt gerade, ich hoffe, er stellt eine Frage und würde gerne auf den Input warten. Ah, er schreibt ein Backup, RCS schreibt, ein Backup wiederherstellen, dauert auch eine sehr lange Zeit. Dann sollte man vielleicht das Backup-System mal überdenken, wenn das Wiederherstellen sehr lange dauert. Das sollte nämlich nicht lange dauern. Also wenn ich große Datenmengen wiederherstellen muss, von sehr kaltem Speicher, dann sehe ich das ein, dass das lange dauert. Aber so ein klassisches Backup, wie man es heutzutage normalerweise macht, also zum Beispiel Disk-to-Disk-to-Tape, da sollte das Wiederherstellen von einem einzelnen Objekt nicht sonderlich lange dauern. Also auf jeden Fall sollte es schneller fertig sein, als in jedem dieser einzelnen Störfälle, die ich vorhin hatte, die Entstördauer war. Also wenn man länger als, ich sag mal, 2-3 Stunden braucht, um eine einzelne Datei wiederherzustellen, dann hat man wahrscheinlich ein Problem mit seiner Backup-Implementierung.
Der Mensch tippt gerade. Ja, gerne. Also ist natürlich klar, wenn ich jetzt ein komplettes, riesengroßes Bucket wiederherstelle. Ja, genau. Das komplette Storage-System, das dauert natürlich, das ist gar keine Frage. Das ist aber auch das, wo man meistens drumherum kommt. Also insbesondere jetzt in dem konkreten Fall mit Amazon oder Ähnlichem, ist das Problem ja üblicherweise nicht, dass die Daten wirklich weg sind, sondern nur, dass man im Moment nicht mehr drankommt. Und das, was man schnell braucht, sind meistens einzelne Dateien. Wenn man ein komplettes, großes Storage-System wiederherstellen muss, klar, das dauert schon alleine, weil man nur mit endlicher Geschwindigkeit Daten von A nach B schieben kann. Das ist richtig. Nee, man braucht nicht nur, also man braucht, nee, andersrum. Also viele von den Storage-Herstellern und auch von den Vertrieblern von den Storage-Herstellern sagen immer gerne so Sätze wie NAS steht ja auch für Never Access Storage, weil die von der Statistik her davon ausgehen, dass man, wenn so Daten einmal auf so einem Speichersystem drauf sind, die mit 50-50 die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie überhaupt jemals nochmal zugegriffen werden. Das, was üblicherweise passiert, wenn sowas außer Betrieb geht, ist, dass irgendjemand eine Datei, ein paar Dateien oder ein Verzeichnis, darf man ja nicht sagen, ist ja ein Objektspeicher, nochmal jetzt schnell zugreifen muss, wegen irgendwas. Klar braucht man irgendwann die ganzen Daten wieder, aber das, was, oder aus meiner Erfahrung raus, ist die übliche Anforderung, die kommt nicht, ich brauche das ganze Storage-System restauriert. Das ist die Anforderung, die aus der Technik kommt, wenn das Storage-System kaputt ist. Die Anforderung, die aus der Fachabteilung oder vom Nutzer kommt, ist, ich brauche jetzt diese Daten. Und nicht alles, sondern im Zweifelsfall dies und das und jenes. Im Chat schreibt jemand, vielen Dank für den Vortrag. Du erwähnst den Fehlmeldeteil und die Warnmeldung. Bekommt man das dann irgendwie gemonitort, damit man mitbekommt, wenn keine Daten gesichert werden? Das bekommt man insofern mit. Also das Standardverhalten von Bareos, andersrum. Bareos ist ja ursprünglich mal dafür entwickelt worden, um Dateien von einem Dateisystem zu sichern. Und da ist das Verhalten so, dass wenn man auf einen EA-Fehler läuft, er sagt, ich kann diese Datei nicht sichern, einen Fehler ins Backup-Log schreibt und am Ende das Backup nicht sagt, es ist okay, sondern er sagt, es ist okay, aber ich hatte Warnungen. Und dann kann man sich entsprechend die Warnung angucken. Das verhält sich im Moment für die Objektspeicher genauso. Das heißt, wenn er aus irgendeinem Grund irgendeinen Fehler bekommt beim Zugreifen auf so ein Objekt, sei es jetzt zum Beispiel ein 404, weil zwischen Discovery und Backup jemand das Objekt gelöscht hat, dann würde er sagen, das kann ich nicht zugreifen, tut mir leid, ich überspringe das und setze einfach den ganz normalen Warnungszähler hoch. Das ergibt für Fallsysteme total Sinn, das so zu machen. Für so ein Storage könnte man vielleicht nochmal wieder versuchen. Wenn wir noch Zeit haben und der User Guest Charlie Hashtag 103 irgendwie angefangen hat zu chatten, würde ich noch ein bisschen warten. Vielleicht kommt da noch was. Okay. Gut. Wenn ich gerade keine weiteren Fragen mehr sehe. Genau. Dann kommen wir werden. Gut. Vielen lieben Dank, Andreas, für deinen Talk. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr alle da wart und zugehört habt. Ach, es tippt doch noch jemand. Ah ja, danke. Ah, okay. Ja. Genau. Vielen Dank. Genau. Ich wünsche euch allen noch eine schöne FrostCon und hoffentlich bis nächstes Jahr.